So, herzlich willkommen zurück bei Pretty or Pixel und bei mir, Wolfram. Ich spiele weiterhin Noctopodes. Bisher haben wir festgestellt, dass es irgendwie so eine Art Schurkenliga gibt, dass es einen Superhelden gibt, den Darkshear, der jetzt in Rente geht, und wir haben Stiletto kennengelernt. Auch in alles in einem Comic. Seine quasi Geliebte, der sich nicht ganz so verbunden fühlt. Und hatten danach mit unserem Hauptcharakter, dessen Namen ich noch nicht mal weiß, einen feuchten Traum, quasi, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob wir der Darkshear sind und dass da quasi Stiletto war, sah sehr vampirähnlich aus, aber jetzt hat es auf jeden Fall erstmal an der Tür geklingelt. Dann gehe ich doch mal zur Tür. Ach, dass ich immer das auswählen muss. In this package I hold, it's the tale to be told. And I find it real to know the scales of your future. Are you? Okay. Mystery. Dreaming. Plotting and scheming. And no one it seems can answer. Only you. Ja, so Reime zu übersetzen ist auch schwierig. Bisher ist es okay, noch nicht richtig schlecht. Beim ersten Mal hat so ein bisschen Textmenge gefehlt. Ich weiß nicht, ob die Zeichen irgendwie hier begrenzt sind in der Anzahl und die das deswegen nicht einfach gut übersetzen konnten. Was meinst du damit? Ja. Darkness and dread are impeccable friends, but not the companions that I'd recommend. Unless you possess this package. Care to? Ja, sie schaffen immer den ersten Reim, den zweiten kriegen sie nicht ganz mit rein, warum auch immer. Das war keine Absicht. In one hand there's black, in the other there's white. But it's the gray in between that my riddle sees right. Do you? Na, hat dir ganz gut gepasst. Ah, ich bin Peter Gray, okay? By presenting the ticket stub to win the game. Do you have it? Wow. Wow. Ich glaube, ich muss lernen, das zu ignorieren. I'll allow you to look. So search through your shop. Every cranny. Okay. So, dass sie mir das jetzt sagt, dass ich meinen Laden durchsuchen soll. Rechnung ohne Drohbriefe, okay. Dann nehme ich die doch mal. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier Gap steht. Also Ben ist klar für benutzen, aber ja, ich, vielleicht habe ich noch eine Idee, wenn nicht, muss mir das, glaube ich, selber erklären. Das sieht doch noch nach Post aus. Oh. Wer möchte Darkshear sein? Okay. Dann den Nimhotkey leider noch nicht gefunden. Tisch. Okay. Pepperswave. Ja, dann mach ich das doch mal. Geh mal zurück. I trust that by now you've completed your chore. To find the ticket and its number before, that I may determine if all in court. Give. Ja, abgecheckt ist natürlich sehr mysteriös. Naja, gib. Dann
Moment mal, ich habe das Ticket bei mir. Okay. Jetzt hat sie einfach das da reingeworfen und dann nimmt das nicht mal entgegen. Ist das absurd. Sickness Publishing Group. Okay, die Comic-Hersteller. Wertvolle Symbole aus Edelmetall. Eine Fortsetzung der Darkshire-Serie. Okay. Ah, okay. Das könnte der Professor-Verschnitt sein, den man auch im Intro gesehen hat. Der würde damit stilistisch ganz anders aussehen. Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder den Comic abbreche mit einem Rechtsklick. Dr. Macabre. Tätigte Schmerzverteile. Flux. Ach, okay. Unser Kollege aus dem Intro anscheinend, auch wenn die Farbe ganz anders ist von diesem Cape oder diesem Mantel, wie auch immer. Ach stimmt, der hieß ja auch Flux in dem Dialog, ja. Oh, die Wachen. Mist Zylinderchen, Träumler, Gründäumling und Succubus. Ja, ja. Ah, jetzt sind wir quasi am Anfang. Warum auch immer die in Unterwäsche da sitzt. Sieht eure Perversionen aus. Ja, das haben, glaube ich, manche Autoren hier auch gemacht. Straßenregierungskasse, alles verschicken. Ach, das ist der Träumler. Zack, zack. Ja, diese komisch irgendwie von der Abfolge, dass hier jetzt die Story erst so ansatzweise aufgebaut wird, man aber im Intro schon diese Cutscene gesehen hat, die sehr deplatziert gewirkt hat. Ja. Achso, das ist immer derselbe Text, okay. Dieser Träumling ist ja plötzlich verdammt groß dafür, dass er vorher so klein war, als er auf dem Stuhl gesessen hat. Oder hat das nur so gewirkt? Der wäre... Bürgerwehr oder? Klingt so ein bisschen, als hätte da im Englischen The Watch oder The Guard gestanden. Komische, fast schon fröhliche Musik. Ja, die hat natürlich zu Hause quasi nichts an. Kennt man ja von Frauen. Okay.
wenn ich auf meinem Hintern sitzen und mich blind saufen möchte. Ja, also es ist irgendwie witzig. Vielleicht macht es auch keinen Unterschied, weil die Story im Original schon so trashig ist. Vielleicht bereitet es das aber auch richtig rein. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier plötzlich so mysteriös episch wird, obwohl der eigentlich nur in Pension gegangen ist. Also ist er. Ist die Pension in der anderen Dimension? Ich habe keine Ahnung. Okay, das war's. Okay. Was? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Sie wurde wieder verschwunden. Der Eingang des Geschäfts ist leer. Ja, okay. Okay. Achso, das ist der Briefeinwurf. Kann ich die Tür benutzen? Achso, das kann ich anscheinend nur mit. Ach, öffnen, okay. Die Vorsicht redet davon ab, deinem Besucher die Türe zu öffnen. Die ist doch schon weg. Außerdem ist das ein kleines Kind. Ach, es gibt ein extra Türschild? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Nur für Firmenangehörige. Gucken, ob ich das auch öffnen kann und ob das nicht funktioniert. Okay, hier hat sich irgendwie auch nichts getan. Ja, wahrscheinlich sollte ich mir erstmal die Sachen angucken, die ich da bekommen habe. Ja. Ich kann sie jetzt mit irgendwas benutzen, aber. Okay, es richtet hier nichts aus. Dann gehe ich. Also ich hab's dann gehe ich mal rüber. Ich hab's dann nicht mal mit einem anderen Gegenstand benutzt. Ich konnte ja nichts auswählen. Aha. Okay. Okay, Münzen balancieren kann ich anscheinend nur mit großen Münzen. Warum auch immer. Ja. Okay. Gut, okay, dann sind wir wohl in Noctropolis angekommen. Wahrscheinlich bin ich dann irgendwie der Darkseer. Wäre jetzt jedenfalls mein Tipp. Nach wie vor. Ich glaube, mein Sinn, kein Wort. Ist das grauenhaft. Okay, ja. Ich nehme an, das ist der Zeitungsverkäufer, dieses wuselnde Etwas. Aber das können wir dann eigentlich auch gemeinsam klären, weil ab diesem Punkt spielen Selma und ich dann weiter. Jedenfalls müsste ich schon reisen können. Er hat gemeint, er hat bis zur Stadt gespielt. Ich nehme an, das meinte er. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Und dann seht ihr den Rest des Spiels im gemeinsamen Durchgang mit Selma und mir. Bis demnächst. Ciao.